Moin zusammen, Jona hier von Falkenthal. Wir kriegen häufig die Frage, ihr habt jetzt drei unterschiedliche 3-in-1-Taschen auf dem Markt, welche ist denn die richtige für mich? Es gibt einmal die Falk Pro, die Falk One und die Falk Business. Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um euch die unterschiedlichen Features zu zeigen und vor allem auch euch vielleicht die Entscheidung zu erleichtern, mache ich jetzt das Video hier und führe euch ein bisschen durch die drei Taschen, was sind Gemeinsamkeiten, was sind Unterschiede und hoffe, dass ich euch damit ein bisschen eure Entscheidung erleichtern kann. Wir haben jetzt repräsentativ einmal alle Taschen hier in Schwarz mitgebracht. Wir haben natürlich noch einen Haufen anderer Farben. Guckt dafür einfach bei uns auf der Website vorbei und da findet ihr Rot, Blau, Grün und so weiter. Ich denke mal, da werdet ihr was finden. Alles klar, starten wir mit der Falk One. Die Falk One lässt sich am Fahrrad, auf dem Rücken und als Umhängetasche tragen. Sie besteht aus einem wasserdichten, verschweißten Material, was ungefähr dem von einer LKW-Plane ähnelt. Befestigt wird sie mit unserem Falkenthal Rackfix-System. Wer aber viel schnell und kurvig unterwegs ist, sollte zusätzlich noch unten den Befestigungsgurt am Fahrrad befestigen, damit die Tasche in den Kurven nicht nach rechts und links ausschlägt. Zusätzlich gibt es noch ein Laptopfach für Laptops bis zu 15 Zoll, natürlich gepolstert, und ein Netzfach für deine Kleinigkeiten, wo du alles von Schlüssel bis Portemonnaie natürlich reintun kannst. Wenn man das Fahrrad jetzt abstellt und die Falk One weiter mitnehmen möchte, gibt es unterschiedliche Optionen, wie man diese transportieren kann. Zunächst sollte man aber hinten das Fach, in dem die Gepäckträgerbefestigung ist, einfach schließen. So, erste Option. Man kann die Schulterriemen aus dem entsprechenden Fach hervorholen, unten mit den Karabinern an der Tasche befestigen und schon hat man einen vollwertigen Rucksack. Jetzt noch ein Profi-Tipp von mir. Wenn es mal schnell gehen muss und du den Rucksack schnell wieder zur Fahrradtasche umbauen willst, kannst du auch einfach die Rucksackriemen vorne auf die Tasche bringen und sie mit dem Brustgurt fixieren. Option 2. Du kannst den mitgelieferten Schultergurt rechts und links an den Schlaufen befestigen und schon hast du eine lässige Umhängetasche. So, jetzt noch Option 3 für alle, die es immer sehr eilig haben. Du kannst die Tasche natürlich auch einfach am entsprechenden Griff mitnehmen, beispielsweise wenn du nur kurz einkaufen gehst und die Umfunktionierung nicht komplett durchführen möchtest. So, das war es auch schon mit den wichtigsten Fakten zur Falk One. Wenn dich das noch mehr interessiert, schau entweder gerne bei uns auf der Website vorbei oder hier in dem Video, was wir dir verlinkt haben. Das ist ein Stop-Motion-Video der Falk One. Da siehst du alle Details nochmal schön erklärt und hoffentlich werden da offene Fragen auch für dich geklärt. So, kommen wir nun zur Falk Pro. Die hat im Grunde ähnliche Transportmöglichkeiten wie die Falk One, deswegen will ich da jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Beim Material ändert sich allerdings was. Bei der Falk Pro haben wir auf ein RPET-Material gesetzt mit einer TPU-Beschichtung. Auch komplett geschweißt und damit 100% wasserdicht. Befestigt wird die Falk Pro ähnlich wie die Falk One mit unserem Falkenthal Rackfix-System. Es gibt allerdings einen Unterschied. Anstatt des Befestigungsgurtes, den wir bei der Falk One hatten, haben wir bei der Falk Pro einen kleinen Kunststoffhaken, um die Tasche an einem dritten Fixierpunkt unten am Fahrrad zu befestigen. Auch die Falk Pro ist mit Netzfach und gepolstertem Laptopfach ausgestattet, bietet allerdings mit ihren bis zu 26 Litern noch etwas mehr Platz als die Falk One. Der Umbau der Fahrradtasche zum Rucksack funktioniert hier so, dass der komplette Rücken mit einem Reißverschluss abmontiert, eingerollt und anschließend im Boden der Tasche verstaut wird. Zusätzlich haben wir noch Magnetverschlüsse hinzugefügt, um den Boden zusätzlich zu sichern. Darunter befindet sich ein vollwertiger Rucksack mit gepolstertem Rücken und gepolsterten Schulterriemen. Die anderen beiden Transportmöglichkeiten, die ihr schon von der Falk One kennt, also als Umhängetasche oder einfach nur am Griff tragen, gibt es natürlich auch bei der Falk Pro. Einfach den Umhängegurt anbringen oder eben am entsprechenden Griff tragen. So, näher will ich auf die Falk Pro auch gar nicht eingehen. Ihr könnt euch wieder weiter entweder auf der Website informieren oder ich habe euch hier noch ein zweites Video verlinkt, wo wir die Falk Pro nochmal ganz im Detail vorstellen. Kommen wir damit zu unserer dritten Multifunktionstasche, der Falk Business. Hier haben wir ebenfalls, wie auch bei der Falk Pro, RPET-Material verwendet. Allerdings ist die Falk Business kein Rolltop, wie Falk One und Falk Pro, sondern hat ein intelligentes Fächersystem. Sowohl kleine Fächer für optimale Ordnung, ein Schuhfach, ein Laptopfach und viele weitere Fächer machen die Falk Business zu einem echten Strukturmonster. Durch die Vielzahl an Nähten an der Falk Business ist sie nicht verschweißt und somit nicht 100% wasserdicht. Wasserfest ist sie allerdings und hält somit normalen Regen aus. Wer auf Nummer sicher gehen will und sich auch vor starkem Regen schützen will, kann sich die entsprechenden Regencapes natürlich auch bei uns im Shop bestellen. Die Rucksackriemen lassen sich einfach hinter dem Rückenpolster verstauen und die Tasche mit unserem 360-Grad-Zipper in zwei Hälften teilen. Anschließend kannst du sie ganz einfach über den Gepäckträger legen. Mit den mitgelieferten Magneten kannst du die Tasche zusätzlich noch fixieren. Diese bieten Stabilität und verhindern Abrieb am Fahrrad. Wie auch den anderen Taschen liegt der Falk Business auch ein Schultergurt bei, den du einfach rechts und links an der Tasche fixieren kannst und schon hast du wieder deine Umhängetasche. So, jetzt hast du schon mal einen groben Überblick über die drei Modelle und vielleicht sogar schon eine Tendenz, welche der drei Taschen am besten für dich geeignet ist. Wenn du allerdings immer noch unsicher bist, haben wir jetzt ein, zwei Denkanstöße für dich. Wenn du oft weite Strecken zurücklegst, wo es auch mal nass und schmutzig werden kann, ist wahrscheinlich die Falk Pro das Richtige für dich. Dadurch, dass man den kompletten Rücken abnimmt, sind unter der Fahrradtasche die Rucksackriemen immer super geschützt vor Nässe und vor Schmutz. Wenn dir allerdings Ordnung wichtig ist, ist wahrscheinlich die Falk Business eher was für dich. Durch die unzähligen Fächer, Schuhfach, Laptopfach, Frontfächer und so weiter bietet sie einfach jede Menge Platz für Ordnung und die Kleinigkeiten sind immer am richtigen Ort. Wenn dir vor allem das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, sind vor allem die Falk Pro und die Falk Business wahrscheinlich was für dich. Die beiden Taschen bestehen nämlich aus dem RPET-Material.
Wenn du allerdings sagst, der Preis ist dir am wichtigsten, ist wahrscheinlich die Falcon One das Modell für dich. Bietet eine Menge der Funktionen, die auch die anderen Taschen bieten, allerdings deutlich günstiger. So, noch der letzte Punkt. Wenn dir vor allem der Komfort wichtig ist, sind wahrscheinlich auch die Modelle Falk Pro und Falk Business eher was für dich, da du da einen vollwertigen Rucksack hast, gepolsterte Schulterriemen, gepolsterten Rücken und so weiter. Für jede verkaufte Tasche, unabhängig vom Preis oder vom Material der Tasche, spenden wir einen Betrag an eine Umweltorganisation Eden Reforestation Projects und pflanzen damit einen Baum pro bestellter Tasche. So, ich hoffe, ich konnte dir schon mal einen kurzen Überblick geben, zumindest über unsere 3-in-1-Taschen hier, und hoffe, dass ich deinen Entscheidungsprozess ein bisschen erleichtern konnte. Wenn du noch weitere Fragen, Anmerkungen und so weiter hast, schreib sie entweder gerne in die Kommentare oder melde dich bei unserem Support. Die E-Mail-Adresse habe ich dir natürlich auch unten verlinkt. Wenn dir solche Videos gefallen und du mehr davon sehen willst, kannst du uns das gerne in Form eines Likes oder eines Abos zeigen. Wir freuen uns sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.